An vielen Orten in Deutschland haben Landwirtinnen und Landwirte heute mit ihren Protesten den Verkehr lahmgelegt. Auf Autobahnen gab es kilometerlange Staus, weil sie Spuren oder Auffahrten blockiert haben mit ihren Treckern oder Misthaufen. In Magdeburg in Sachsen-Anhalt wurde zum Beispiel die Innenstadt zugestellt. In Bonn in Nordrhein-Westfalen war ein langer Konvoi auf einer Landstraße unterwegs. Für manche Schülerinnen und Schüler ist wegen der Verkehrsprobleme der Präsenzunterricht ausgefallen, etwa im Landkreis Friesland in Niedersachsen. Zum Beispiel in Thüringen und Baden-Württemberg gelten alle, die wegen der Demos nicht in die Schule konnten, als entschuldigt. Der Bauernverband protestiert unter anderem dagegen, dass der Diesel, den Bäuerinnen und Bauern für ihre Fahrzeuge benutzen, durch mehr Steuern teurer werden soll.